möchte kurz für die Nachwelt festhalten, dass das hier mit Abstand der beschissenste Job ist bisher, weil es staubt überall in den Augen, man muss schon eine Maske aufhaben, man schwitzt unter dem Scheiß und man muss ständig über Kappen reiten, das ist das Schlimmste. Ja, einen wunderschönen guten Morgen wieder vom Bau. Heute wird hier die Decke abgeschrummelt. Und zwar haben wir gerade mal eine Drahtbürste klar gemacht. Eine mit der Hand und eine am Akkuschrauber. Und jetzt gucken wir mal, ob wir oben schön die Dachbalken ein bisschen sauber kriegen. Also, schön mit der Maske auf, weil dann wird staubig. Und ran da. Schönstes Wetter. Herrlich. So, jetzt gab es hier doch einen kurzen Fahrplanwechsel. Wir machen das Ganze jetzt mit dem Exzenterschleifer. Die olle Schrubberei mit der Drahtbürste, das ist alles nichts. Also, Exzenter, Staubsauger ran und gleich schön über Kopf hier ein bisschen. Jetzt gilt es hier gleich erstmal zu beauftragen. Der muss hier vorne Leisten anfertigen, die hier in diese Lücken kommen. Da ist irgendwie einmal durchgängig so eine kleine, ja, eine kleine Lücke, die zu verdecken gilt. Und ich werde dabei hier noch so ein bisschen die Balken schick machen. Und dann haben wir diese Schleiferei zum Glück mal erledigt. Alter Trick, du, wenn du was von den Jungs willst, dann musst du denen auch was geben. Und dann gibt es jetzt hier erstmal einen kleinen Kaffee. Als Bestechung quasi, damit ich meine Leiste da oben reinkriege. Oh. Also schwingen wir die müden Knochen wieder auf den Leiter, wa? How come that lies are in? How come that some people have no home? And how come I feel close to you? So, liebe Leute, jetzt habe ich hier schön den Dreck im Gesicht. Eben reingeschmiert, einmal kurz in den Ofen gefasst, damit so aussieht, als hätte ich gearbeitet. Nein, ich habe jetzt hier einmal die Decke abgeschliffen. So sieht er aus. Ah, im Vergleich zu vorher noch wirklich deutlich besser. Hier war alles mit dem ganzen, ach, mit Staub und dem Dreck, der dazwischen gesessen hat, in der Zwischendecke, alles weg. Oh, herrlich, so kann es aussehen. Schön einfach eine Leiste dazwischen gekloppt, da gleich drüber gestrichen und dann ist das hier eine ganz famose Kiste. Und hier oben, da soll so eine schöne Blende hin, ein Sturz quasi. Da wollen wir ein bisschen Glaswolle hinterschieben und dann ein schönes Brett vorsetzen, was mit weiß gestrichen wird. Da habe ich den Jasper für beauftragt. Na, der Jasper, der macht hier die ganzen kleinen Feinheiten. Immer gut, wenn man hier nochmal einen Experten zur Hand hat, so als Abrisskommando. Da wollen wir uns doch hier mal kurz eben den Mann auf der Leiter anschauen. Dann hat er hier das Maß. Er nimmt Maß. Tja, liebe Leute, die Waschmaschine ist fertig. Wäsche, Mama! Immer gut, wenn man hier direkt auf der Baustelle nachwaschen kann. Da steht sie super. 1A-Lösung. Ja, also 4 Lücken, 4 Bretter, die hat Jasper schon vorbereitet. Hier kommt jetzt meinetwegen Nummer 2. Die kommt hier rein. Da soll sie rein, so, muss auch richtig halten. Und der kommt dann bis an die Decke ran, ist klar. Und dann haben wir hier 4 Stück drin. Hier immer so als Beispiel. Hängt da so drin. So, da, und dann wird hier unten, da längs unten durch, eine lange Verbindungsleiste geschaffen. Hier ist sie. Jasper hat hier was gebaut, schon Löcher reingebohrt. Und die soll dann hier so unter die Decke. Soll ich nochmal prügeln? Ein bisschen prügeln ist, glaube ich, ganz gut. Also, nächster Versuch. Ja, dann gucke ich jetzt mal eben nach Glaswolle. Also, wir brauchen Dämmmaterial. Also, frage ich Meinert. Meinert sagt, geh mal hinten da in den Shoppen rein. An den Wohnwagen vorbei. Dann gehst du da eben die Leiter hoch. Ah, und jetzt sind wir hier oben, du. Unterm Dach. Und hier gibt es so allerhand. Das ist ganz interessant. Hier soll jetzt eben Dämmmaterial sein. Aber wir hätten auch noch einen alten Heizkörper. Oder ein paar Geweihe oder alten Treckersitz.
Ja, wir haben alles da, aber wir haben vor allem auch Dämmmaterial. Und da schneide ich mir jetzt was raus. Ich habe gleich Messer mitgebracht und ja, ich glaube, das ist von ein so ein Ding perfekt. Zack, 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 vier Stücke rausschneiden, da oben reindrücken und fertig. Und vielleicht nehmen wir mal auch ein Kinderbett mit. Mal schauen. So, dann stopp ich das nochmal im Weg. Schön stramm rein. Ah, vorne leider. Gerade diese alte Glaswolle, ich mache die Laune. Bah, nicht schön. Bah. Dieses Gefühl, wenn das so schön auf einen herabrieselt, auf die Arme. Das macht Spaß. Ja, muss besser. Schönste rieselige Glaswolle. Also, vorher Glaswolle reingestopft, nachher Bretter vorgesetzt. Letzter Schritt sind jetzt hier noch da und da. Und da gibt es hier über die Länge noch zwei, drei andere so kleine Keile an der Bandsäge zusägen, die da reinsetzen, ein bisschen festschmieren mit Silikon oder was, dass es eben auch die Ecken ausfüllt. Und dann kann hier drüber gestrichen werden und die Ecke ist komplett fertig verkleidet. Die Tischler legen die Platte auf und machen hier ein Aufmaß. Christian ist am Messen und hier oben soll jetzt nämlich auch noch ein Brett runter. Von da ganz hinten bis hier oben legen wir ein Brett hier hinein, so als Abschluss, damit man dieses Geschmuddel da nicht sieht. Ist das was, wenn man hier unter freiem Himmel in der Sonne ein Licht sehen kann? Die geht so hin und her. Das ist eine Klapperschlange, ne? Die Klapperschlange. Und wenn ich hier nochmal eben die Stupsis wegnehme, dann können wir das Brett ein bisschen besser reinpassen. Abmarsch, neuer Versuch. Brett muss da irgendwie rein. Hauptsache, die Waschmaschine ist auch schon wieder im Schleudergang. Jetzt. Sieht dann schon besser aus hier. Ach, bitte. Bitte. Endlich. Alle Lücken dicht, alles verschraubt. Hier hinten die schöne lange Leiste einmal rüben als Abtrennung oben hin. Man sieht keine Glaswolle mehr. Es rieselt nichts mehr runter. Ah. So, die letzte Aufgabe des Tages, die lautet hier. An der Stelle muss noch ein kleines bisschen Beton hin. Machen wir sofort Beton. Eine kleine Menge. Und streichen das dann nochmal ein, damit dann die Ausgleichsmasse drauf haften kann, weil die angeblich nur maximal 2 cm haften darf oder dick sein darf. Und die wäre dann hier überschritten oder fast überschritten. Also hier sofort Beton rein, anmischen. Da läuft der Film. So, da kommt der Film hinterher geflogen. Ah, guck mal da. Da ist der Film. Sie gucken ja mal nur zu. Ich hoffe, du hast das hier alles schon akkurat eingelassen, weil jetzt kommst du da gleich nicht mehr ran. Deine Fans bleibt dabei. Wie Fans? Wie Fans? Mauermeister. Jo, schön. Das macht sogar einigermaßen Spaß hier. Dann kriegst du dafür auch kein Geld. So ein Schmieri, Schmieri. So, tschüss. 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 Schönen Feierabend. Jo, dir auch einen. Ja, auch gleich. Ein bisschen reinschmieren, wa? So, den Maurerkübel habe ich wieder ausgewaschen und verbannt. Es reicht. Unten aufgefüllt, Löcher aufgefüllt. Hier diese Lunke ausgefüllt. Und auch hier noch so ein Restloch. Und diese Löcher alle einmal voll. Das härtet jetzt aus. Und das bedeutet... Klassisch Feierabend, haben wir jetzt ja schon 15 Mal gesagt, die Jungs sind alle zu Hause und ja,
es reicht für heute. Es ist schön draußen und ich brauche eine Dusche. Also, mal gucken, wie es morgen weitergeht. Da wollen wir nämlich streichen.